Der erste Heimsieg im neuen Jahr ist geschafft. Der SCDHFK bezwingt die HG Saarlouis. Am Ende feiern die Grün-Weißen ein 30:28 gegen einen schweren Gegner. Wir wussten, sag ich mal, das ist eine sehr abgewichste Mannschaft, um es auf Deutsch zu sagen. Die sind clever, die lassen sich dann halt mal fallen, wenn sie sehen, dass wir das Spiel schnell machen. Ja, wir sind nicht so gut damit klargekommen, aber ich denke, wir haben es ganz clever gelöst und ja, letztendlich hat es gereicht. Die erste Halbzeit. Die Saarländer machen den Hausherren von Anfang an das Leben schwer. Wenn der SCDHFK aber schnell spielt, klappt es besser. So wie hier durch Philipp Weber und Lukas Cicala, das 5:4. Dann kommt auch der lange verletzte Alexander Feld zum Einsatz. Nach wenigen Minuten war es das aber schon für den Rückraumspieler. Ja, natürlich ist man in erster Linie dann froh, wenn man heute ein Spiel gewinnt, wenn die Mannschaft am Ende hier so deutlich gewonnen hat oder auf jeden Fall souverän am Ende, denke ich. Persönlich ist man natürlich enttäuscht. 10 Minuten, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft heute an Einsatzzeiten, weil die Trainingswoche sehr gut lief, aber es geht weiter. Ich werde mich von Woche zu Woche versuchen zu steigern, im Training weiter anzubieten, dass es dann für mehr Spielzeiten reicht. Und insgesamt, ja, geht es einfach für mich jetzt weiterzumachen. So richten es einmal mehr die anderen. Leipzigs Max Emanuel erwischt eine gute Phase und holt die erste 2-Tore-Führung heraus. Auch auf Alen Milosevic ist Verlass. Mit seinem Treffer setzen sich die Grün-Weißen auf 9:6 ab. Dann sind die Gäste mehrfach in Unterzahl. Der Trainer greift ein und bringt für den Torwart einen 6. Feldspieler. Das ist schon ein gewisses Risiko. Aber muss man sagen, dadurch, dass wir ziemlich viele Zeitstrafen hatten und jedes Mal 6. Feldspieler reingebracht haben, nur ein Tor, direkte Tor bekommen haben, war erfolgreich. Erfolgreich ist auch der Sohn des Trainers. Tim Sutton, einer der gefährlichsten Spieler der Liga, trifft wie am Schnürchen und kommt auf insgesamt 12 Tore. Davon kann Leipzig nur träumen. Links außen Lukas Binder, der sonst ein ums andere Mal einnetzt, muss oft in die Mitte ziehen. Umso erleichterter ist er aber über seinen Doppelpack in der Schlussminute. Ist natürlich, fällt einem Stein von Herzen, wenn man nach 2 Verworfenen dann so einen Freien kriegt und dann macht man sie rein und die Halle ist da und wir wissen, wir haben gewonnen, dann fällt ein Riesenstein von Herzen. Durch den Sieg und ein gutes Torverhältnis klettert der SCDHFK auf den 6. Tabellenrang. Der nächste Gast in der Arena ist Empor Rostock.